diskutieren oder zu verdrängen, auch wenn sie Hörsäle räumen. Es kann aus der politischen Diskussion im Land nicht mehr rausgehalten werden. Und es ist klar, euer Anliegen ist berechtigt, eure Anliegen sind berechtigt und die Gesellschaft wird quasi gefordert, dem auch Rechnung zu tragen. Weil entweder wollen wir tatsächlich, dass diese Bildung, diese Qualifizierung langfristig als das hohe Gut in diesem Land wirklich wahrgenommen wird, und dann muss man da halt auch investieren und kann nicht diese Politik betreiben, wie es im Augenblick läuft. Und deshalb wünsche ich euch viel Erfolg weiterhin und hoffe, es war nicht die letzte Aktion hier in Karlsruhe. Und ich werde auch schauen, dass ich im Land andere Aktionen unterstützen kann. Euch viel Erfolg, uns viel Erfolg für eine andere Politik, für mehr soziale Gerechtigkeit und für bessere Bildung. Danke.